Wir sind wieder zurück bei The Forest und wir sind immer noch mittendrin in der Höhle drin. Drinnen. Und, wir sind drinnen, Tore. Tschüss. Drinnen sind wir. Ja, warte, ich komme. Am drinnen vor dem Tore. So. Hier liegen nochmal Koffer, aber die sind schon offen. Hä? Waren wir? Wir kommen von hier, glaube ich. Ich glaube, wir kommen. Hä, das ist doch voll das Labyrinth. Das ist von wo wir kommen, ne? Das ist die Höhle mit den Babyteilen, oder? Wo wir jetzt hinkommen. Ich weiß es nicht. Aber dann war irgendein Weg muss doch neu gewesen sein. Mann, Tobi. Ey, du hast doch selbst da runtergeguckt und hast gesagt, ja, was ist in der nächsten Folge da? Warte. Ja, geil, da freue ich mich auf die Kommentare. Naja, haben die Leute wenigstens mal einen Grund, was zu schreiben. Ja, ist doch wahr. Wir haben das aber extra gemacht, um Leute zu triggern. Wir müssen aber hier zurück, oder? Aber wer will denn zurück, Tobi? Achso, ja, ich dachte, wir waren jetzt schon überall. Hä? Was? Aber was? Was? Ja, Entschuldigung. Das glaube ich nicht. Wo geht's hier lang? Ja. Wir müssen auch irgendwann mal diesen, es gibt auch eine Kletterausrüstung tatsächlich zum Klettern. An manchen Wänden kann man dann hochklettern. Okay. So, okay, wir sind hier links gegangen. Hier, und jetzt müssten wir hier geradeaus, genau nach oben ging's weiter. Ja. Entschuldigung, da wollte ich mich eigentlich hin. Bist du da? Ich komme. Alles klar. Ich versuche Rennen zu vermeiden, weil... Wegen der Ausdauer? Ja, wegen Essen halt. Ah, okay, ja, macht eigentlich Sinn. So. Ich warte auf dich. Ach ja Gott, die Überführer, ja mei. Ich warte sehr gerne. Sag mal, wo bist du denn? Ach da. Wie dein Charakter halt auch aussieht wie du. Ey. Ja, ist so. Meiner ist mir auch sehr ähnlich. Bei dir auch. Ja. Oh, diese Fledermäuse, ey. Kommen wir hier wieder raus? Boah, Alter. Das sieht aus, als würde es rausgehen. Die sind zum Glück überhaupt nicht laut. Hallo? Wo kommen wir denn? Was ist das hier für ein Schlund? Da geht's wieder irgendwo runter und da hinten geht's wieder irgendwo weiter. Okay, also runter oder weiter? Waren wir da unten schon? Ich glaube nicht. Wir waren hier noch nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Sag du was. Ja, komm, geh mal runter. Was soll's? Ja, geh mal runter. Unten ist immer das gute Zeug. So. Ist schon ein Stückchen. Runter. Ist schon ein Stückchen. Oh mein Gott. Oh. Okay, hier gibt's Schädel für gratis. Okay, hier ist Medizin, falls du brauchst. Das kommt mir so bekannt vor, mit den Schädeln. Hat da jemand Asthma? Tobi? Warst du das? Nein. Oh, Tobi, hier sind Riegel. Ganz schnell, Snackriegel, komm. Oh. Schnapp dir die Snacks. Schnapp dir die Snacks. Wo? Wie, wo? Ah, da, geil. Achso. Krass, die Snacks. Ich hab Snacks so noch auf Tasche. Die verschwinden bei mir aber auch. Waren wir hier nicht schon mal in der Höhle? Hä, was hast denn du jetzt an? Du auch. Du hast die Klamotten genommen, die da rumlagen. Wie so ein Kleid, okay. Alter. Das sieht voll lustig aus. Oh, voll cool. Nice. Von diesem Psychopathen mit so einer Knochenmaske, Alter. Wir sind halt moderne Männer. Ja, also, natürlich. Da kann man sowas auch mal tragen. Ja, das sieht aus wie eingelegte Pflaumen, Alter. Hier diese, oder nicht Pflaumen, sondern eingelegte. Ja. Wir waren hier aber schon mal in dieser Höhle. Das ist, glaube ich, ist das nicht die unter unserem Haus dann? Meinst du? Ich könnte schwören, wir waren hier schon mal drin. Aber ich kenne diese Dinger hier eigentlich noch nicht. Diese Schädel. Nee. Ich komme gerade wahnsinnig. Vielleicht aus einem dieser zahlreichen anderen Let's Plays zu Forest. Ja gut, du hast ja The Forest vorher aber auch noch nie gespielt. Und hier ist Raifen. Vielleicht, ja, na gut. Aber wir müssen dann gleich rauskommen. Auch das ist mein Penisring. Kannst du den mitnehmen? Ich kann den nicht mehr tragen. Dein Penisring ist mir zu heavy einfach. Du trägst ja nur solides Blei. Das müsste eigentlich deine Größe sein dann eher. Aus soliden Blei oder was meinst du? Nee, von dem Umfang her meine ich einfach. Der war schon riesig. Ja. Deswegen deiner eher. Achso, ja, okay, klar. Weil du ja eher so der Latino bist. Das ist schon richtig. So. Mi amore. Ich sag dir, ich sehe meinem Charakter sehr ähnlich.
Latino-Range, Alter. Ich nasch mir mal kurz was. Okay. Ein Zelt. Mit einer neuen Videokassette, Tobi. So ein Glück. Und Mollys. Oh, was. Geil. Und Stöcke. Und speichern können wir auch. Und ein Feuer. Gibt's auch. Oh, speichern. Sofort speichern. 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 Ich guck mir erstmal die Videokassette an. Okay. So viel Zeit muss sein. Okay. Was war das denn? Kann man das irgendwie ranzoomen? Nee, ne? Nee. Wer ist Megan und wo kommt die an? Das sind ja immer Megans Videokassetten, die wir finden, und die kommt aber so im Schloss an, irgendwie aus einer Burg oder irgendwas. Aber so richtig schlau werde ich da nicht draus. Okay, ich speichere mal eben kurz. Habe ich schon. Komm, warte, warte. So, nochmal kurz auf die Waffe wechseln. Speichern, auf keinen Fall schlafen. Das wäre hier nicht so gut, glaube ich. Nee. So, hallo, da sind wir wieder. Und ich glaube, jetzt kommen wir raus. Ich mach mal Licht ein bisschen, ne? Jo, wir sind draußen, Tobi. Naja. Wir sind bei... Ah, bei den Containern sind wir. Was ich gerne machen würde... Ich glaube, im Stream war ich hier mal. Was ich gerne machen würde... Wo ist denn hier nochmal? War das hier? Oh, Vorsicht, wir kriegen Besuch. Wir können auch wieder in die Höhle reingehen. Ich wollte die Höhle nur markieren. Und ja. Wir können auch nach Hause gehen eigentlich. Können wir auch machen. Ich komme wieder raus, warte. Aber wenn du kurz aufpasst, ich würde die Höhle einfach nur ganz kurz markieren, dass wir hier waren. Kleines Floß. Signale. Ach, die Totems können wir auch bauen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die machen einen verrückt, wenn man die baut. Warum, was machen die? Die sollen angeblich Ureinwohner absprecken, aber ich bin ganz ehrlich, in 4 Staffeln Forest habe ich nichts davon gemerkt, dass das funktioniert. Ja. Ich glaube, Totems, da kann ich mich auch noch dran erinnern, in den 8 Folgen, wo ich das mal gespielt habe, ich glaube, die haben auch nichts gebracht. Ja, also nie merklich. Ich weiß nicht, ob die nicht wirklich was bringen, aber ich habe zumindest nie was gemerkt davon. Signalflagge, da ist sie. Ich mache das immer so, ich markiere Höhlen immer mit Signalflaggen einer bestimmten Farbe. Sagen wir mal, welche Farbe wollen wir denn? Rot? Hm. Rot ist, glaube ich, ganz gut, ne? Rot, ja, wegen diesen roten Dingern da unten. Finde ich gut. Genau. Dann haben wir die markiert, dann wissen wir jetzt immer genau, wo die nächste Höhle ist. Auf die Weise findet man das schon recht schnell wieder. So, dann gehen wir wieder ein bisschen nach Hause. Oh, ein Kaninchen. Ich brauche noch Kaninchen. Fällt mir gerade ein. Außerdem sollen die ganz lecker sein. Dann nehme ich mal. Oh, ist das etwa ein Karmickel? Oh Gott, oh Gott, Entschuldigung. Oh Gott. Oh, das sind gleich 2 zum Preis von einem. Cool. Erik, dass du dich nicht schämst. Wieso? Dass ich coole Skillshots mache? Ich würde die Pfeile gerne wieder mitnehmen, aber die aus Kanickeln rauszuziehen ist halt echt schwierig. Warte, ich glaube, da ging es gerade. Jetzt. Na los. Alter, voll drüber gelatscht. Erstmal wegtreten. So, warte. Ah, jetzt. Okay. Da Fleisch. Okay. Köpfe lasse ich liegen. Ich auch. Hast du einen neuen... wie sicher er das hält einfach. Oh, ja, voll süß, Mann. Ist voll rührend. Wenn der Körper noch dran wäre, wäre es irgendwie niedlicher. Aber hey, man kann nicht alles haben. So. Gut, ich wollte eigentlich das Kanickelfell haben und wir haben jetzt 2 Fleisch zu essen, wenn wir nach Hause kommen. Das war mir wichtig. Geil. Diese Gehröcke und so, ne? Das sieht eigentlich. Also hier sieht es eigentlich aus, als wären wir wirklich so Trapper irgendwie, ne? Also so, als würden wir ja rumwandern. Ich finde, wir sehen so aus, als würden wir hier zur Insel gehören und eigentlich wären wir die Bedrohung. Nein, wir sind die Bedrohten. Nie vergessen, man muss immer in der Opferrolle bleiben, Tobi, egal was man vertritt. Das ist sehr wichtig. Ja, okay, das ist sehr wichtig. Ich lerne das ja alles noch, ne? Das ist richtig, klar. Natürlich muss man natürlich auch ein bisschen üben. Ich markiere diese Höhle hier auch nochmal schnell.
Ist das nicht der, wo wir vorhin rein sind? Ja. Aber trotzdem, dann wissen wir schon mal. Oder vielleicht können wir ja auch grün markieren, dass wir drin waren schon. Wobei, du könntest die jetzt auch rot markieren, so dass wir halt, ne, dass wir wissen, dass die zusammengehören. Ich glaube, viele gehören zusammen. Ich mache die erstmal rot, komm. So. So, dann haben wir zwei rote Höhlen. Oder vielleicht das Rot nicht mehr reingehen oder so. Oder so, ja. Mhm. Ja, weil wir waren ja schon drin. Was sollen sie da noch erwarten? Wir waren schon drin in der roten Höhle. Richtig. Die rote Höhle betritt man nur einmal, dann sucht man sich die nächste, wenn man die durch hat. Warum lachst du denn, Tobi? Weiß ich nicht. Ich bin halt einfach ein fröhlicher Mensch. Ach so, ja gut. Sowas kenne ich nicht. Nee, das dachte ich mir schon. Fröhlichkeit hat in meinem Leben nichts zu suchen. Den Eindruck machst du auch auf mich einfach. Ja, ist einfach. Ich bin sehr bitter. Deswegen, daher kommt ja auch Bitterschen, Bitterschen. So. Hey, ich hab das Feuer angelassen. Ich mach uns Hasen. Oh, lecker. Zufällig hatte ich welche. Ich sag, dieser Kopf, der da hängt, ist einfach so schön. Kann ich den Hasenkopf da auch hinhängen? Nee, ne? Nee, leider nicht. Okay, Hasenfell. Was kann ich da nochmal machen, ganz kurz? Stockbeutel wäre ganz gut. Stockbeutel wäre eh ganz gut. Also drei Tücher, zwei Seile. Oh. Jetzt habe ich einen Stockbeutel. Ich brauche auch nochmal Seile, glaube ich. Ja, ich brauche mehr Seile. Alles andere brauche ich Seile. Einen Köcher brauche ich unbedingt für mehr Pfeile. Huch. Tobi, Essen ist fertig. Oh ja. Ich würde mir nochmal ganz kurz Seile aus dem Dorf da drüben holen. Ich bin gleich wieder da. You can do that. Gehe ich hier richtig? Da muss ich doch lang. So, da kann ich auch mal rennen. Wir sind ja wieder zu Hause. Oh, geil, Pilze. Boah. Ich hatte doch vorhin. So, hier könnte ich theoretisch noch Fische mitnehmen. Da sind aber gerade keine. Boah, egal, komm. Ich hol mir hier ein paar Seile. La 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 la. Und Tücher kann ich auch mal wieder mitnehmen. Wie man hier halt einfach mal einen fetten Pavillon bauen kann. Ja. Also es gibt sau viel, was wir noch bauen können. Oh, da unten rennen gerade 5 Leute rum. Ich hoffe, die kommen nicht hier lang, weil sonst bin ich ein bisschen am Arsch. Okay, sind nicht hier lang gekommen. Macht es eigentlich Sinn, einen Garten zu machen? Ja, unbedingt. Ich würde auch gerne noch einen bei uns machen. Okay, Steine haben wir voll. Hä, Stock habe ich nicht voll? Strange. Ich würde bei uns auch gerne einen machen, einfach nur, damit wir Heidelbeeren oder Blaubeeren anbauen können. Ja. Wir können auch anderes Zeug anbauen. Das wären Stöcker, ne? Nee. Wir können auch anderes Zeug anbauen. Zum Beispiel andere Beeren und daraus kannst du dann später so Giftlotion für die Pfeile machen, für Giftpfeile und sowas. Ist eigentlich ganz cool. Das ist nicht schlecht. So, ich komme mal wieder zurück. Halt, hier noch ein paar Tücher mitnehmen, weil wir die immer gut gebrauchen können. So. Es ist sehr dunkel. Der Schatten fällt auf mein Furunkel. Was? Mir fiel gerade nichts ein, was sich auf dunkel reimt. Ah, Kacke, Kacke. So. So. Drei Fisch bringe ich mit, nech? Das ist ja super, du, dann nech? Dann hau ich die auf den Trockendock, ne? Dann haben wir was zu snabulieren. Das ist schön, du. So, was baust du denn da Schönes? Hast du... Was denn? Ernsthaft? Und dann auch noch da unten? Warum denn da unten hin? Ich weiß, das war voll verbuggt irgendwie, keine Ahnung. Du hast aber merkwürdige Präferenzen, wir kriegen gleich Besuch, glaube ich. Immer mal kurz Hasenfell. So, Köcher, 3 Hasenfelle, 1 Seil. Ging gerade nicht. Okay, Köcher habe ich. Jetzt habe ich nur noch ein Hasenfell. Kleiner Steinbeutel, ein Seil. Ah, geil. Steinbeutel habe ich jetzt auch. Cool.
Ach, das ist für die kleinen Steine. Wobei ich den Sinn von den kleinen Steinen noch nicht so ganz kapiert habe, ne? Ich weiß nicht, also damit kann man irgendwie Ureinwohner verschrecken, glaube ich. Oder nicht verschrecken, sondern einfach woanders hinlocken. Okay. Ich glaube, das ist der ganze Sinn. Ich geh mal kurz das Frischfleisch aufhängen. Also Fisch in dem Falle. Ja, das ist hochqualitativ, frisch gefangen. So. Hier ist wieder gut windig auf dem Kutter. Ist halt echt wie so ein kleines Schiff, ne? Klein ist natürlich relativ, aber ja. Nein, das ist, ja gut, wenn du das mit anderen Schiffen vergleichst, ist es relativ klein. So, ja cool, wieder drei Fische aufgehangen. Mal gucken, vielleicht kriege ich hier noch welche. Dann auf Vorrat, kann ja nie schaden. Na, hier habe ich heute kein Anglerglück. Ja, schade. Hätte ich den Steg noch mal ein bisschen weiter nach vorne gemacht. Das Problem ist, dass dann Einwohner natürlich auf den Steg kommen und uns infiltrieren. Schau, dass man den Kopf nicht schütteln kann hier. Doch, kannst du. Du hast gerade den Kopf geschüttelt. Ich hab einfach... Geht das? Schüttel mal den Kopf. Na gut, es geht. Da machst du ein Ganzkörperschütteln, aber ich glaube, das sagt schon alles aus, was man aussagen will. Ich weiß nicht, was da gerade... Ich dachte, wir wollten einfach mal meinen Pfeil ausprobieren. Sicher, Dobi, sicher wolltest du das. So. Oh, wir haben noch Zeit. Ja, wir haben Zeit, ja. Es gibt natürlich noch viele Höhlen, die man erkunden kann. Die war jetzt aber auch relativ klein tatsächlich. Hat mich ein bisschen gewundert. Ich kenne die Größe sonst nicht, ich weiß, ja. Also die Größe ist sonst unüberschaubar, ist die Größe. Okay. Sodass man, dass du quasi nie weißt, hä, war ich da schon? Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Und was ist denn das? Oh Gott, wie komme ich hier jemals wieder raus? So ist die Größe. Ja gut, du könntest ja einfach die Fackeln links anbringen dann. Tobi, das geht. Da hast du natürlich schon recht. Du bist auch der witzigste Mensch der Welt, wa? Entschuldigung. Arschloch. Das war ein gutes System. Ja, ja. Wenn es funktioniert hat. Hätte ich mich mal dran gehalten. Wenn es funktioniert hat. Das hat nicht. Wie hätte sich mal dran. Ich habe mich immer dran gehalten. Ja, natürlich. Das war immer ganz cool. Mann, du blöder Kackbaum, jetzt geh kaputt. Oh, wieder im alten Muster. So. Ja, das ist natürlich schon nice. Und das gleiche könnte man dann da drunter eigentlich... Ne, unter der Treppe geht er nicht. Scheiße. So. Ich hoffe, die ist gerade. Oh. Das ist nicht so geil. Tobi, bist du noch da? Ja. Okay. Ich frage mal vorsichtshalber nach, nicht, dass du wieder Disconnect hast, ne? Man weiß ja nie. Einen schönen Bluescreen, da hätte ich jetzt Bock drauf. Ja, das wäre richtig nice, Tobi. Da kann man auch mal das Dutzend voll machen. Was machst du denn da? Störe ich dich bei was? Ah, neben der Nase. Ah, juckt. Ja, Sigi, die Nase. Ne? Klar. Okay. Mein Nossen. Mein Nossen schlucken, Snuppen. Ihr habt da Nasenbrochen, Blossen, Brochen, do. Warum klingt im Bayerischen immer alles so aggressiv? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die gar nicht aggressiv. Vielleicht ist das deren Art. Ich meine, so polnisch oder ukrainisch ist ja auch immer, klingt immer voll laut und aggressiv. Da unterhalten die sich aber ganz normal. Ich finde tatsächlich, Arabisch hört sich immer voll aggressiv an. Ja, auf jeden Fall. Das hört sich immer an, als würde der gleich an der Raunen und das heißt dann aber irgendwie, hallo, wie geht's dir? Schön, dich zu treffen heute. Ja. So. Weißt du, man sagt immer, Deutsch wäre aggressiv. So. Ja, was das? Was kurz? Mach kurz. So, weißt du, das ist Deutsch. Ich finde tatsächlich Arabisch, aber vielleicht, weil ich das Deutsche so gewohnt bin. Und dann klingen andere Sprachen für einen immer vielleicht anders als die eigene. So, mal gucken, ob wir da jetzt durchkommen. Ich glaube nicht, ich muss, glaube ich, nochmal ansägen da oben.
Tobi, ich habe Bedarf nach Baumstämmen. Die ersten liegen schon auf der Terrasse. Du bist ein super Typ. Unglaublich. Hammer, oder? Wie macht dieser Mann das? Dankeschön, Tobi. Danke. Das ist sehr lieb. So. Wir reden gerade natürlich über Klischees. Ja. Weißt du, was kein YouTuber gemacht hat? Und das finde ich verwerflich. Kein einziger von denen hat in der Badewanne mit Sauerkraut gelegen. Weißt du, Chicken Wings und was weiß ich was. Serbischer Bohneneintopf. Aber einfach mal gutes altes Sauerkraut oder vielleicht in der Badewanne voll Kartoffeln. Das gab's nicht. Ja, dann mal ran an Speck. Meinst du, jetzt wo es keiner mehr macht, kann man eigentlich loslegen, oder? Ja, ich mache das auch immer so, dass ich Trends immer erst dann mache, wenn die, also ne, so Spiele, wenn die dann schon keiner mehr guckt. Das ist natürlich ein gutes, langlebiges Geheimnis, weil die Leute, nee, die wissen nicht genau, was man auf deinem Channel erwarten kann. Die wissen nur, okay, aber es ist schon wieder super all. Ja. So. Die Treppe ist gleich fertig, das ist schon mal ganz gut. Wieder immer mit dem Kopf gegen die Tür klatschen muss. Geil, Tobi. Machst du richtig gut. Hey, was geht? Aber hier sind langsam die Bäume echt ein bisschen kritisch, ne? Wieso? Weil die wachsen nicht so schnell nach gerade. Ja, weil wir müssen ja auch mehr schlafen. Wir haben in der Höhle ja wieder nicht geschlafen. Das ist natürlich richtig. So, hier komme ich bestimmt nicht hoch, ne? Oh, ich komme da. Oh, man kommt da hoch. Cool. Tobi. Wenn du möchtest. Meiner wäre mir dieses Reh gerade da. Das wäre. Also, das wäre natürlich schlimm. Ja. Das kann ich auf keinen Fall befürworten, Tobi. Hätte mir auch fast ein bisschen leid getan. So, jetzt kann ich nämlich hier oben natürlich auch mal an die Wand. Das ist ganz gut. Hey, jetzt ist er mir wirklich in die Axt gelaufen. Jetzt, ich konnte da nichts für. Ich stand wirklich nur am Baum. Was soll ich da denn noch sagen? Tobi, ey, Tobi. So, lass mal überlegen, wo wir hier draußen Fenster machen, vielleicht auch. Beim Wasserfall finde ich irgendwie schön. Eine Glasfassade wäre nice. Ja, dann mal Sandschippen am Strand, ne? Ich mach mal da hin, oder mach ich da? Obwohl, hier kann ich ja eigentlich überall Fenster machen, weil das ist ja eh in der Galerie, also das ist ja hier, ne? Damit hier mehr Helligkeit reinkommt, mache ich hier einfach mal alles mit Fenstern. So. Du. Kann ja auch ruhig ein bisschen, ne, ein bisschen fröhlich das Licht. So, das müsste ein Fenster sein. Auf der Seite nicht. So. Da drüben habe ich nur eins, auf der Seite habe ich das nur, damit man da rausgucken kann, wenn was ist. Den Rest würde ich gerne dunkel lassen. Weil wir da eher so Items und sowas reinbauen, glaube ich. Und Regale müssen wir auch noch irgendwo hinstellen. Hier habe ich das nur gemacht, wenn hier Ureinwohner sind, Ureinwohner. Hier könnte man es vielleicht noch, hier mache ich auch nochmal, komm. Da kann man hier nochmal so rausgucken, was da los ist gerade. Ja, kriegen wir schon hin. Da kriegen wir alles hin. Und eigentlich müsste ich hier dann noch eine Wand rein. Ja, kriegen wir auch hin. Ne, Tobi? Ja, ja. Das wird, glaube ich, ganz gut. Puh. Ja. Vielleicht muss ich das Fenster da unten rausbrechen. Das hier muss ich wahrscheinlich rausbrechen. Nein. Du musst die Wand nochmal neu machen. Ja, leider, Tobi, es hilft nichts. Er kann do that. This is not good. Oder ich mach vielleicht den Kamin hier in die Mitte. Ich guck mal kurz, Kamin? Was kann der kosten? Der kostet 1000 Steine irgendwie, ne? Feuerstelle. Ist natürlich noch ohne Feuerstelle, ist, glaube ich, nur. Das müsste so rum sein. Okay. Hä?
Jetzt kann ich das nirgendwo hinbauen. Hä? Oh, Forrest. Was ist denn da wieder los? Okay. Das ist doch mal ein Hohn. Mann, Forrest, 30 zusammen. Na, Kleines? Belästigst du wieder Rehe? Nein. Junge Zicklein? Oh, nur 68 Steine. Na, das ist ja günstig. Tobi, was machst du da? Nichts, nichts. Wirklich nicht. So, warte. Dann gehe ich nochmal ganz kurz hier nach oben. Oh, Baumstamm. Nun. Ganz kurz mal. So. Du. Erik, wir sind übrigens wieder so weit, ne? Nee, das kann nicht sein. Da liegst du einer Illusion, Tobias. Nein, leider nicht, leider nicht. Die Illusion der Zeit. Niemand weiß, ob es Zeit wirklich gibt, so wie wir sie wahrnehmen. Ist Zeit nur eine Erfindung der Menschheit, um bestimmte Phasen zu erklären? Abstände? Hm? Was? Tobi, was denn? Nichts, 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 nichts. Du siehst echt verrückt aus, Alter. Du siehst aus wie so ein Dead by Daylight Killer, Alter. Warte, ich muss da einen Screenshot von machen, warte mal. Ich muss dir den schicken gleich. Okay, ich bin gespannt. So, aber ich finde das mit dem Kleid eigentlich ganz, ganz cool. Ich will mich da jetzt nicht dran gewöhnen. Achso, baue ich ja schon Boden eigentlich? Nee, ne? Nee, baue ich noch nicht. Scheiße, ich sehe jetzt gerade gar nicht, wo ich den Boden hinbaue. Das mit dem Vogel sieht skurril aus mit diesem Mutantenarm. Das ist irgendwie voll schäbig. Komm zu mir. So, aber echt. Okay, das wird schwieriger mit dem Fußboden hier, glaube ich. Ah, ist doch scheiße alles hier. Können wir es auch nochmal komplett abreißen und uns einfach nur eine Blockhütte bauen. Ja, ich glaube, da bin ich dabei. Das mit dem Bauen hier ist echt... Es macht Spaß, wenn es funktioniert, aber es muss erstmal funktionieren. Ja, das stelle ich mir echt kacke vor. Weil das, der Baumodus ist auch noch nicht so lange drin, oder? Doch, eigentlich schon. Ja? Ja, eigentlich schon. Oh. So, warte. Nein! Okay, ach, hier kann ich keine linke Maustaste drücken. Warum nicht? Ah, manchmal, ne? Ist schon ein Geduldsspiel hier. Nicht runtersegeln. Was denn? Ich habe einen Lurch erlegt. Ja, ein Lurch. Nice. Ne, ich kann hier einfach nicht anbauen. Ich kann sie nicht... Es geht aber nicht. Vielleicht von der anderen Seite, wenn ich da... Kann man da tricksen? Okay, jetzt geht's. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau, warum. Hat er übernommen? Okay, jetzt muss ich auf die andere Seite. Das würde einmal ganz rumgehen. Oh nein. Nein, nein. So. Und es geht hier die ganze Zeit. Konnte ich hier gerade links klicken, aber jetzt geht's auf... Jetzt geht's... Hä? Das ist doch eigentlich... Naja, was soll's. Das wäre cool, wenn du schon sehen könntest, was ich hier gerade probiere. Ja, ich sehe leider erst, wenn du es abgeschlossen hast. Ja, und das macht's leider echt schwierig. Ich muss ja irgendwo ein Hase sein, da kann er nicht. Das müsste gehen. Und dann hier. So, mal gucken. Das müsste eigentlich gehen. Puh.
Puh, schwere Geburt. Muss ich Kamin nochmal löschen, leider. Ich hätte es gerne irgendwie größer gehabt drin, aber leider geht das nicht. Das hier ist auch noch... Das sollte eigentlich gar nicht drüber gucken hier. Das sollte eigentlich mit dieser Wand hier abschließen. Mal eine blöde Frage. Ja. Was ist das hier für ein Arschloch der Welt? Der Arsch der Welt? Oh, da kommt, das kommt später noch. Das wird noch, soweit ich weiß, wird das sehr storyrelevant. Da müssen wir nämlich später runter. Was? Ja. Allerdings durch ein Höhlensystem. Nicht so, wie man das da jetzt sieht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hm? Ich wollte gerade so ein bisschen an den Abgrund mal lugen, kam von hinten ein Eingeborener. Ja, das würde ich vielleicht eher nicht machen. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Hey, warte mal, lass mich mal ausrüsten, dann gebe ich dir auch, was du brauchst. So, warte, ich snack mir mal gerade eben hier einen alten Lurch rein. Na komm her. Hm? Was? Was? Ich verstehe dich nicht, du stirbst gerade. Ich verstehe dich, ich höre dich nicht, ich höre dich nicht, ich höre dich nicht. Oh, oh. Weißt du, was das Problem ist? Hm? Mit Blut im Mund hört dir einfach keiner zu. Ja, ja, ist wirklich so. Schlimm. So. Der Arme. Ja, gut, passiert halt, ne? So. Als ob der das erste Mal Blut im Mund hat. Nur halt das erste Mal sein eigenes jetzt. Dann weiß er mal, wie das ist. Ja, eben. Ich meine, ganz ehrlich, die haben hier so viele Leute abgeschlachtet und dann sollst du halt noch friedlich mit denen bleiben, weißt du? Das ist halt auch schwer. Das sind ja alles unsere Brüder und Schwestern, die hier liegen. Natürlich, wir sind ja alles eine Familie. Richtig. Praise the Lord. Praise the Lord. So. Okay, das sieht ja schon mal ganz ordentlich aus von außen. Das mit dem einen Balken hier ist schön. Schönes Element. So. Hä? Wieso schießt du auf den Boden? Mit rechts kannst du übrigens, wenn du einen Pfeil gezogen hast, kannst du mit rechts abbrechen, mit Rechtsklick. Ah, okay. Das spart ein bisschen Pfeile. Gut. Erik. Meinst du, wir sind für heute durch, Tobi? 32 Minuten. Ja, leck mich doch am Zuckerli. Wie ein begabter Philosoph immer so gerne von sich gibt. Zerro. Hm, was? Zerro. Zerro? Kennst du das nicht von Stefan Raab? Nee. Oma, die Coca-Cola eingekauft haben möchte, aber Coca-Cola Zerro? Nee. Hä, kennst du das nicht? Ich glaube nicht. Ich habe irgendwann kein TV-Total mehr geschaut. What's wrong with you? Ja, I'm the very sorry man. I can't believe it, what I see here. Ja, I'm very... Mensch, es tut mir leid. Can I put Fleisch on here? Where are you speaking the off? Ich hänge hier einfach mal Fleisch in. Okay. Und Lorch. Und Nasen. Komm, ich mach das mal hier. Okay, hier ist irgendein Fehler mit diesem komischen Baumodus. Das ist doch irgendwie doof. Das ist richtig rum. Nee, die Ecke ist doof, oder? Moin! Ich überlege gerade, wo ich jetzt den Kamin hinbaue. Weil da, wo ich ihn eigentlich hinhaben wollte, das hat nicht so funktioniert. Ey, die schwimmt voll in Schräglage. Was ist mit ihr los? Hä? Ich habe gerade gar keine Enten da. Echt nicht? Nö. Ach, null. Au. Wenn ich jetzt den hier vielleicht... Aber da ist ja dann... Da geht ja auch dann der Weg drüber, oder? Nee, geht er. Keine Ahnung. Ich mach das später. Komm, scheiß drauf, Tobi. Nächste Folge geht's weiter, ne? Ja, geil siehst du aus. Langsam entwickelt sich ja alles. Finde ich gut. Wir machen alles parallel. Das finde ich sehr gut, Tobi. Geil, geil, geil. Finde ich mega nice. Tobi, nein, bitte nicht. Okay, alles klar. Ich wäre nicht erfreut darüber.
Alles klar, dann nicht. Das Schlimme ist, du bist der Einzige, dem ich zutrauen würde. Habe ich das gerade laut gesagt? Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.